Vielen Dank. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 2. Erste Lesung, Gesetzentwurf der Piraten, Drucksache 5474, Gesetz zur Stärkung der Partizipation auf Kommunalebene. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Vielleicht warte ich ein bisschen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Bürgerinnen und Bürger auf der Tribüne und im Livestream, die heute wohl leider nicht hier sein können. Im Grunde kann man es auf einen kurzen Nenner bringen, wie es die Problemanalyse und der Lösungsansatz im Deckblatt unseres Gesetzentwurfs schon zeigen. In den Gemeinden und Kreistagen werden Entscheidungen getroffen, die die Menschen direkt betreffen. Egal ob Grund- oder Gewerbesteuer, infrastrukturelle Maßnahmen, Kitaplätze, Schule, noch vieles mehr wird dort besprochen und geregelt. Jedem Bürger muss daher die Möglichkeit zur Teilnahme an den politischen Prozessen eingeräumt werden. Das ist in der Theorie auch möglich und gesetzlich geregelt. In der Praxis gibt es aber zahlreiche Gründe, warum eine Teilnahme an öffentlichen Sitzungen oft nicht erfolgt. Es gibt die räumliche Entfernung zum Sitzungsort, es gibt die mangelhafte Verkehrsanbindung, ungünstige Sitzungszeiten oder die Versorgung der Kinder. Neben den in der Begründung des Gesetzentwurfs angebrachten Gründen werden Ihnen sicher weitere Punkte einfallen, warum eine Teilnahme an den Sitzungen für die Bürger nicht immer gewährleistet werden kann. Moderne Technik könnte hier problemlos Abhilfe schaffen. In Kommunen muss hier aber auch die nötige Rechtssicherheit gegeben werden. Zurzeit schlagen sich die Kommunen noch einzeln mit der Bewertung der rechtlichen Bedingungen in Arbeitsgruppen rum. Hier sind wir gefordert, die Landesgesetzgeber, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Unser Lösungsansatz ist ein erster Aufschlag. Die Einfügung von Übertragungen und Veröffentlichungen von Sitzungen der kommunalen Vertretungen und ihrer Ausschüsse in die Hauptsatzung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen wird ein wichtiger Schritt zu einem Abbau von Zugangsbarrieren des Bürgers zur Politik sein. Bundesländer wie Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind uns hier in Nordrhein-Westfalen schon weit voraus. In Schleswig-Holstein hat man diesen Weg mit allen im Landtag vertretenen Fraktionen gegangen. Und daher auch hier in Nordrhein-Westfalen unsere Einladung an alle Fraktionen zu einer gemeinsamen Anhörung im Ausschuss, damit sich im Sinn der Kommunen eine Verbesserung und vor allem Rechtssicherheit ergibt. Im Übrigen, ob wir nicht nur gleichziehen, sondern auch einen Überholvorgang starten werden, wird sich dann hoffentlich ergeben. Vielleicht werden sich hier Lösungsansätze zeigen, die kommunalfest im ganzen Land die Möglichkeit der Teilhabe an allen Entscheidungen in den jeweiligen Vertretungen vorsehen. Ich sage deshalb Lösungsansätze, weil ich mir bewusst bin, dass mit diesem ersten Aufschlag nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist oder sein kann. Ich beziehe mich dabei auf Problematiken, die aus den Kommunen selbst kommen. Wir Piraten haben uns informiert im Land und sehen, dass es erstens ein Interesse an gestreamten, das heißt per Internetübertragungen, Sitzungen gibt und dass es zweitens nicht immer einfach war, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Oft war die Vermutung, weil es nicht explizit erlaubt ist, ist es vielleicht verboten. Genau das wollen wir mit unserem Gesetzentwurf klarstellen. Zum Glück kann man sagen, dass einzelne Kommunen für eigenverantwortlich den Schritt gegangen sind, um eine Partizipation zu ermöglichen. Aber einen einheitlichen Rahmen hat es noch nicht gegeben. Deshalb sehen wir unseren Gesetzentwurf auch nur als Anfang. Wir wollen den Kommunen auch zeigen, dass wir dieses Problem sehen und mit ihnen gemeinsam einen gangbaren Weg herausfinden möchten. Eine Hauptsatzungsermöglichung ist insofern ein erster Schritt. Den darf man gerne zusammengehen, weiter daran arbeiten. Lassen Sie uns das im Ausschuss gemeinsam machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Herrmann. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Frau Steinmann. Verwöhnt. Besten Dank, Herr Keimes. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf den Rängen, erschrecken Sie nicht, dass es so leer geworden ist. Es war gerade sehr emotional. Wir kommen jetzt zu einem Thema,
Ich begrüße auch die Gäste am Livestream. Wir kommen zu einem Thema, was in der Verheißung so schnell und so einfach klingt. Zum Livestream, zu einem Gesetzentwurf. Herr Herrmann hat ihn gerade vorgestellt, der zur Stärkung der Partizipation ausgeschrieben ist auf kommunaler Ebene. Dieser Gesetzentwurf will in der Gemeindeordnung regeln, wie Medienöffentlichkeit auf kommunaler Ebene herzustellen ist, in Form von Aufzeichnungen, Übertragungen und entsprechenden Veröffentlichungen, nämlich der Sitzungen der kommunalen Mandatsträger in Kreistagen, in Gemeinderäten und in entsprechenden Ausschüssen. Livestream ist eine Sache, ich begrüße das persönlich sehr und glaube, als Landtag haben wir da auch vorbildlich Schritt für Schritt zur Verschönerung und zur Verbesserung dieser Leistung beigetragen. Sie sehen heute eine neue Bauchbinde, am Livestream kann man sehen. Wir haben einen Livestream, den man nachträglich abrufen kann, seit kurzem auch tagesordnungsbezogen, nämlich in Halbstundenrhythmus, wo man wirklich auch im Nachhinein gucken kann, was war zu dem Tagesordnungspunkt das Thema. Wir haben vermehrt nach dem Plenarsaal in diesem Jahr in Angriff genommen, verschiedene andere Säle, Sitzungssäle mit technischer Voraussetzung für Livestream-Übertragung von Ausschüssen und Anhörungen auszustatten. Ich denke, wir sprechen da die richtige Sprache und marschieren den richtigen Weg auf dieser Ebene, auf Landesebene. Ich habe mir das als Netzpolitikerin auf kommunaler Ebene deutschlandweit seit 2008 mal angeguckt, was da so passiert und muss sagen, es ist sehr unterschiedlich in der deutschen Landschaft, wie kommunale Parlamente, Räte sich digital abbilden und live beobachten lassen. Das ist von hochtechnisch ausgestatteten Live-Übertragungen, die nachträglich abrufbar sind, bis hin zu einfachsten Webcam-Übertragungen, so ziemlich alles dabei. Und alles, was ich gesehen habe, hat mir immer den Mut und die Anerkennung entlockt, zu sagen, liebe Leute, toll, dass ihr das macht, dass ihr diesen Mut habt. In der Freiwilligkeit euch entscheidet, mit euren eigenen Formen eure Sitzung zu übertragen. Aber, meine Damen und Herren, solange in Nordrhein-Westfalen das kommunale Mandat ein Ehrenamt ist, um dessen Verbesserung der Rahmenbedingungen wir uns gerade aktuell auf Landesebene in einer extra dafür eingesetzten Ehrenamtskommission bemühen und darum ringen, solange Menschen sich neben Beruf und Familie persönlich verausgaben, um sich politisch zu engagieren. Als Beispiel eine Ratssitzung der Stadt Köln gestern hat um 14 Uhr begonnen, mit 157 Tagesordnungspunkten um 24 Uhr glücklicherweise schon ihr Ende gefunden. Ich könnte genügend Beispiele aus kleineren Kommunen auch berichten, wo die Kommunalen froh sind, dass sie nicht live übertragen sind, dann würde es nämlich dort auch länger dauern, oder wo die Kommunalen sagen, wir sind live übertragen und nur dadurch dauert es länger. Aber ich will es gar nicht explizit, denn wir werden das Gespräch ja im Kommunalausschuss noch führen. Ich will es gar nicht ins Detail schon jetzt ausdiskutieren. Ich möchte es auf den Punkt bringen, noch einmal das kommunale Mandat zu heben in der Achtung, in der Anerkennung. Denn solange sich Menschen in dieser Form ehrenamtlich einbringen, solange dürfen wir auf Landesebene uns nicht anmaßen, Vorschriften zu machen, die in meinen Augen ohne Rücksicht auf Datenschutz dieser Menschen und auf die persönlichen Hemmnisse eingehen. Und Herr Herrmann, das sage ich Ihnen insbesondere noch mal als Vorsitzende dieser Ehrenamtskommission, die mir, wie Sie wissen, eine besondere Leidenschaft und Angelegenheit ist. Wir haben in meinen Augen die Pflicht, all unserer Basis, nämlich die Kommunalpolitik, zu stärken und sehr ernst zu nehmen. Und für mich gilt hier besonders, dass wir nur ein guter Partner sind, wenn wir den Kommunalen zur Seite stehen, und zwar nicht als Diktator, sondern als Gestalter. In diesem Sinne, ich will stimmen der Überweisung in den KOPO natürlich zu. Ich freue mich auf den Austausch dort. Ich muss aber sagen, mehr Achtung vor der Kommunalpolitik. Das ist unsere stärkste Basis, unser wichtigster Partner in NRW. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Steinmann. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Herr Kollege Biesenbach. Herr
Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrte Gäste im Saal oder auch am Livestream. Herr Herrmann, mir ist nicht klar, was Sie mit Ihrem Antrag wollen. Denn alles, was da drin steht, können Kommunen bereits. Der Öffentlichkeitsgrundsatz, lieber Herr Kollege, des Paragraphen 48 Absatz 2 Satz 1 der Gemeindeordnung umfasst das Recht. Und es gibt auch zahlreiche Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die die Möglichkeit wahrgenommen haben und auch wahrnehmen. Die Stadt Bonn beispielsweise ist Vorreiter. Die Stadt Bonn veröffentlicht ja auch Zahlen nach der Sprecherin der Stadt. Wenn es voll ist, sitzen 30 bis 40 Zuschauer im Sitzungssaal. Aber mehrere hundert Menschen schauen im Netz zu. Nicht immer, aber sie schalten sich häufig ein und können den gesamten Sitzungsverlauf verfolgen. Die Stadt Bonn veröffentlicht dazu auch Zahlen. Es kann nachvollzogen werden. So, neben der Stadt Bonn ist mir eingefallen Bottrop, Düsseldorf, Essen, Wuppertal, Köln. Die fragen nicht mehr, wir brauchen eine Kann-Bestimmung in der Gemeindeordnung. Was bieten Sie Neues? Wo ist Ihr Problem? Was soll das? Das, was Sie beantragen, ist heute rechtlich möglich. Also warum die Regelung? Was sollen wir alles aufschreiben, was zulässig ist? Wenn Sie uns diese Frage im Ausschuss beantworten, können wir auch sachlich neben den Überlegungen, die Frau Kollegin Steinmann angesprochen hat, im Ausschuss darüber debattieren. So ist er im Augenblick nutzlos und sinnlos. Also, wir hören Ihnen im Ausschuss aufmerksam zu, aber bitte machen Sie uns deutlich, warum Sie etwas aufschreiben wollen, das längst rechtlich zulässig ist. Das müssen Sie uns noch erklären. Vielen Dank, Herr Biesenbach. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht nun Herr Krüger. Meine Damen, meine Herren, Herr Vorsitzender, Herr Herrmann, also im Gegensatz zu Ihnen, das haben wir ja schon mal ausgetauscht, habe ich ja an einer Vielzahl von Ratssitzungen teilnehmen wollen. Und ich habe auch wahrnehmen müssen oder wahrnehmen können, wie in diesem Zusammenhang die Information der Bürgerschaft erfolgt. Und gerade wenn man sieht, sage ich mal, im Rahmen der Konzentration des Presseredens, wo statt wie in Dortmund drei Stadtredaktionen letztendlich noch eine übergeblieben ist und spannende Diskussionen im Rat dann letztendlich, wenn überhaupt, sich auf 200 Zeichen reduzieren, haben wir ein großes Interesse daran, dass Öffentlichkeit hergestellt wird, dass Kommunalpolitik nicht in irgendwelchen offenen Räumen stattfindet, wo aber mangels Zeitmöglichkeiten eine Zugänglichkeit nicht gegeben ist. Insofern sind wir zum Thema Livestream bzw. Streaming aus Räten und Kreistagen da sehr, sehr aufgeschlossen und wollen auch entsprechende Regelungen in diesem Zusammenhang zulassen. Und mein Vorredner, Herr Biesenbach, hat ja gerade betont, das wird schon längst angepackt, Städte wie Köln, Essen, Wuppertal, aber auch Düsseldorf, ist das bereits heute gängige Praxis. Was wir aber nicht machen werden, ist, als Landesgesetzgeber hier eine stringente Vorgabe vorzugeben, in der Art und Weise, ihr müsst das in diesem Zusammenhang zu machen. Und wir kennen natürlich auch die Diskussionen, die in einigen Räten geführt worden sind. Machen wir das nicht? Und da haben wir zwei widerstreitende Interessen. Zum einen das Grundrecht des Ratsmitgliedes auf informelle Selbstbestimmung und zum anderen das Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Da kann man sagen, das werden wir mal formal abwägen, dann ist das soweit in Ordnung. Aber ich möchte auch zu bedenken geben, dass wir gerade in den Kommunalparlamenten eine ganze Reihe von Menschen dabei haben, die nicht so sehr redegewandt sind, die auch möglicherweise in ihrem Redefluss gehemmt sind und sich nicht mehr trauen, ans Podium zu gehen, die auch nervös sind, vor einer solchen Runde zu stehen.
und aufgrund dessen dann ihren eigenen Beitrag dann nicht mehr einbringen. Und insbesondere, wenn sie dann die Situation auseinandersetzen müssen, dass anschließend dieser Beitrag weltweit im Netz zu sehen ist. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass Menschen, die in diesem Zusammenhang keine Probleme haben, die es gerne zuspitzen wollen, die polarisieren wollen, das auch gerne als Medium nutzen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Marsching? Ja. Das ist freundlich von Ihnen. Bitte schnell, Herr Marsching. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Krüger, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich muss schon eigentlich 10 Fragen stellen aufgrund Ihres Redebeitrags, aber ich versuche nur die eine zu stellen, die zulässig ist. Sie haben gerade gesagt, was wir hier nicht machen wollen, und das kam gerade bei der Frau Steinmann auch schon raus, aber da war ich leider zu langsam, ist, dass wir eine Vorgabe machen, dass gestreamt werden muss. Da frage ich mich ernsthaft, ob Sie den Antrag gelesen haben, in dem drin steht, es kann eine Bestimmung eingefügt werden, dass Video- und Audioaufnahmen durch Übertragung in den Medien freigegeben werden. Hier steht nichts von muss. Ich frage mich also, zu welchem Antrag reden Sie eigentlich? Gut, Sie haben den Abgeordneten Krüger gefragt, nicht sich. Herr Krüger, Sie antworten. Also selbstverständlich habe ich Ihren Antrag gelesen. Und selbstverständlich habe ich wahrgenommen, dass Sie diesen Zusammenhang eine Möglichkeit, eine Option in diesem Zusammenhang eröffnen wollen. Und Sie haben, wenn Sie mir zugehört haben, auch heraushören können, dass wir da sehr gegenüber offen stehen. Aber ich kenne natürlich auch Meinungen, auch aus Ihrem Bereich, die in diesem Zusammenhang das generell auch gerne umgesetzt haben wollen. Wo richtige, nein, nicht aus diesem Antrag zu entnehmen, aber da würde ich Sie bitten, auch mal ins Netz zu schauen, wie Piraten sich an anderer Stelle in diesem Zusammenhang aufstellen. Und ich denke, dazu sollte man auch eine Antwort geben und deswegen auch meine Aussage. Wir werden hierzu keine generelle Vorgabe machen, wonach das sozusagen von den jeweiligen Gebietskörperschaften zu machen ist. Aber ich habe betonen wollen, dass hier eine Abwägung vorzunehmen ist. Und wir haben nun mal, neben der Frage, inwieweit es in der Gemeindeordnung aufzunehmen ist, noch parallel ein landeseigenes Datenschutzgesetz. Und dieses Datenschutzgesetz schließt es erstmal aus. Und insofern werden wir Ihr Anliegen gerne aufgreifen, im Rahmen einer Anhörung das zu diskutieren. Nur den Weg, den Sie hier gehen wollen, ist der verkehrte. Wir müssten erstmal die entsprechenden Regelungen im Datenschutzgesetz zulassen bzw. hier entsprechende Veränderungen herbeiführen und dann daraus ableitend auch die Gemeindeordnung eine entsprechende Korrektur vorzunehmen. Und ich bin schon interessant auf, wenn da eine Anhörung durchgeführt wird, wie das denn möglicherweise auch von den Beteiligten vor Ort diskutiert wird, der redegewandte, polarisierende Mensch einerseits und der etwas zurückhaltende, möglicherweise auch gehemmte, der in diesem Zusammenhang sich nicht mehr traut, seine Argumente vorzutragen. Aber das ist, wie gesagt, eine schöne, spannende Angelegenheit. Darüber freuen wir uns. Und insofern werden wir Ihrem Antrag auf Überweisung im Fachausschuss auch zustimmen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krüger. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege Abousat. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Kommunalpolitik live im Netz, mehr Transparenz in Kreistag und Rat. So war übertitelt eine parlamentarische Initiative von Abgeordneten der FDP-Fraktion zu Beginn dieser Wahlperiode vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage. Natürlich, Herr Kollege Bolte, ist das eine Initiative. Und wir haben uns natürlich gefragt, wo gibt es, meine sehr geehrten Damen und Herren, bereits praktizierte Live-Übertragung von Ratssitzungen, welche Rechtsgrundlagen wenden insbesondere auch die Kommunen vor Ort an. Und deswegen finde ich es gut, dass wir das heute diskutieren und später im Fachausschuss auch. Ich glaube aber, dass wir, und da bin ich ganz bei der Frau Kollegin Steinmann, auch sehr aufpassen müssen, dass wir die höchstpersönlichen Rechte von Mitgliedern in Kreistagen und Räten auch mit großer Sensibilität beachten. Meine Damen und Herren, ich füge ausdrücklich hinzu, das gilt nicht nur für die Mitglieder kommunaler Vertretungskörperschaften, das gilt auch beispielsweise für Beschäftigte, für Dienstkräfte der Verwaltung, die beispielsweise in Ratssitzungen vortragen, die beispielsweise in Ratssitzungen dann auch an prominenter Stelle sitzen. Und insofern gesehen gibt es hier auch eine Fürsorgepflicht. Das muss man sehr individuell und auch kommunal individuell diskutieren. Und ich glaube deshalb, dass es klug ist, nicht für
diesen Ansatz, die Gemeindeordnung extra aufzumachen, sondern vor Ort auf die kommunale Selbstverwaltung zu vertrauen. Es ist eine Angelegenheit der kommunalen Selbstverwaltung und eben nicht eine Angelegenheit der Gemeindeordnung. Herr Kollege, gestatten Sie einen Zwischenfrage? Kleiner Blick, ja, gleich, sofort. Und mir fällt bei Ihrem Vorstoß, den ich, um in der Sache darüber zu diskutieren, außerordentlich begrüße, aber von der Methodik her ablehne, auch das Zitat von, ich glaube, Montesquieu war es, ein, der mal gesagt hat, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Und deswegen, glaube ich, tun wir gut daran, insgesamt gesehen sehr, sehr sorgfältig zu erwägen, ob wir die Gemeindeordnung an der Stelle für dieses Anliegen ändern. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und die Zwischenfrage beantworte ich sehr gerne. Vielen Dank. Möchte ich noch beantworten. Der Kollege Olejak hat Sie. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Unbeschadet der Tatsache, dass wir hier immer noch die Differenzierung zwischen des Muss und des Kanns haben, würde es mich interessieren, ob Sie darüber Bescheid wissen, dass der größte Teil sowohl der Gemeinden als auch der Kommunen auf dem Standpunkt steht, nicht die Sachen live übertragen zu müssen und zu können, da die entsprechende Regierung von Landesseite nicht getroffen wurde. Denn obendrein gibt es keinerlei Aufzeichnung. Von daher ist Ihnen das nicht klar? Also Ich habe, Herr Kollege, ehrlich gesagt die Frage nicht ganz richtig verstanden, aber ich versuche mich da noch mal hineinzudenken. Sie können gerne dann noch mal vielleicht eine Kurzintervention starten, um das klarzustellen. Aber um das zu beantworten, was ich meine, was Sie von mir wissen wollen, ich glaube schon, einen Überblick zu haben über die Lage unserer 400 Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Und ich sage Ihnen an der Stelle, es gibt einen Trend hin zu mehr Transparenz, es gibt einen Trend hin zu Live-Übertragung im Netz, den gibt es. Das, was es nicht gibt, ist, dass flächendeckend die Kommunen darauf warten, dass die Landesregierung oder der Landtag eine Gemeindeordnung ändert, indem eine Kann-Bestimmung auftaucht, die bereits jetzt faktisch für die Kommunen vor Ort existiert. Bereits jetzt können die Kommunen, wenn sie das wollen, ihre Transparenzregeln sich selber geben. Und meine Damen und Herren, auch aus dem Selbstverständnis der kommunalen Selbstverwaltung und eines Rates oder Kreistages heraus, sage ich Ihnen hier, ist es ureigenste Aufgabe der Ratsmitglieder selbst, im Rahmen ihrer Geschäftsordnung, im Rahmen ihrer örtlichen satzungsrechtlichen Regelungen zu bestimmen, wie sie ihre Tagesordnung gestalten, wie sie ihre Kommunalvertretung ausgestalten wollen, auch im Hinblick auf Beteiligung von Öffentlichkeitsarbeit. Und dieses Vertrauen hin zur kommunalen Selbstverwaltung, glaube ich, sollten wir haben. Dann werden individuelle Regelungen vor Ort auch besser möglich. Und nichtsdestotrotz freue ich mich über die von Ihnen angestoßene Debatte, die wir dann mit Experten vertiefen werden. Ganz herzlichen Dank. Okay. Vielen Dank, Herr Abosat, für Ihren Beitrag. Als nächster Redner spricht Finanzregierung Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Dem Grunde nach geht dieser Gesetzentwurf in eine richtige Richtung, hat ein richtiges Ziel. Wie gelingt es, die Bürgerinnen und Bürger dieses Bundeslandes noch näher an politische Entscheidungsprozesse heranzuführen? Wie machen wir alle politischen Entscheidungsebenen möglichst transparent, damit Teilhabe, politische Teilhabe intensiver erfolgen kann? Das ist im Grunde nach richtig. Aber ich glaube, dass dieser Gesetzentwurf viel zu kurz greift, weil er eine wichtige Abwägung außer Acht lässt. Das ist hier schon diskutiert worden, nämlich den Wunsch der Allgemeinheit nach mehr Information und Pressefreiheit auf der einen Seite und den Persönlichkeitsrechten von Sitzungsteilnehmern auf der anderen Seite. Und es ist auch schon angedeutet, wir reden hier nicht nur über die ehrenamtlich gewählten Ratsmitglieder oder Kreistagsabgeordneten, wir reden hier auch über andere übrige Personen, die an den Sitzungen teilnehmen. Das sind natürlich die Angehörigen der Verwaltung, das können Vertreter der Presse sein, das können aber auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger sein, die an der Ratssitzung beiwohnen. So, und da gilt es jetzt genau diese Abwägung zu treffen. Und ich würde einen Aspekt nicht außer Acht lassen wollen.
dass es nämlich bei den gewählten Kommunalpolitikern sich um Menschen handelt, die das ehrenamtlich machen, die anders als Berufspolitiker wie wir keine Mitarbeiter zur Verfügung haben, die in der Regel, das weiß ich aus eigener kommunalpolitischer Erfahrung, Kollegin Steinmann hat es ja dargestellt, bei über 100 Tagesordnungspunkten in der Regel diese Tagesordnung über viele Stunden läuft und in freier Rede abgearbeitet wird. Es gilt abzuwägen, welchen Einfluss hat es, wenn jede Äußerung, die an der Ratssitzung in freier Rede getätigt wird, Jahre hinaus noch als Videoaufzeichnung zur Verfügung steht. Welchen Einfluss hat das auf das Verhalten der gewählten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker? Das gilt es miteinander abzuwägen, bevor wir zu Schnellschüssen kommen und sagen, das ist auf jeden Fall als verpflichtende Bedingung in der Gemeindeordnung aufzunehmen. Deshalb rate ich zu einer sehr sachlichen und ruhigen Diskussion im Kommunalausschuss und darauf freue ich mich. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Jäger. Bleiben Sie bitte am Pult, Herr Minister. Es gibt eine Kurzintervention der Fraktion der Piraten angemeldet zu Ihrer Rede von Herrn Kollegen Marsching. Herr Marsching, 1:30 für Sie zur Kurzintervention, bitte. Drücken Sie noch mal drauf, bitte. Und jetzt geht's. Jetzt funktioniert die Technik. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Herr Minister. Ist Ihnen bekannt, auch wenn ich keine Frage stellen muss, dass von 16 Kommunen, die im Kreis Kleve angefragt wurden, ob sie Streaming zulassen würden, alle 16 das Streaming abgelehnt haben und 14 davon, mit der Begründung, dass es eine unklare Situation gäbe, sowohl in der Gemeindeordnung als auch beim Datenschutz. Es gab ein entsprechendes Gutachten, es gab eine entsprechende Stellungnahme dazu, die immer wieder herangezogen wurde. Und es wird ja auch hier gesagt, wir müssen ganz vorsichtig sein, die Kommunen müssen das selbst entscheiden können, wo ich übrigens voll dabei bin. Ich frage mich, wenn es doch so ein großes Datenschutzproblem ist, wie kann dann eine Stadt wie Bonn oder wie kann eine Stadt wie Düsseldorf mit einer entsprechenden Datenschutzsperre, die sogar von einer Fraktion genutzt wird, wie können die das umsetzen, warum können die das umsetzen? Und wo liegt das Problem darin, einen solchen Antrag wie den hier gestellten positiv zu diskutieren? Natürlich soll der im Ausschuss diskutiert werden und die Abwägung an die Kommunen abzugeben, denn es ist eine Kann-Bestimmung und keine Soll-Bestimmung. Warum soll die Gemeinde nicht da ihre eigene Abwägung treffen? Und wir geben der Gemeinde dieses Werkzeug mit einem solchen Gesetzentwurf einfach an die Hand, anstatt diese Unsicherheit weiter bestehen zu lassen. Herr Marsching, wenn ich das richtig von akustisch verstanden habe, reden Sie von einem Antrag. Meines Wissens haben Sie einen Gesetzentwurf vorgelegt. Und wie Sie gerade selbst festgestellt haben, gibt es bereits Kommunen, die streamen. Und mir ist nicht bekannt, dass eine Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen einen entsprechenden an die Bezirksregierung Kommunalaufsicht gewandten Antrag abgelehnt hätte. Das heißt, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung gibt es einen Handlungskorridor, den die Kommunen im Rahmen dieser Selbstverwaltung nutzen oder nicht nutzen. Wenn Sie jetzt hier einen solchen Gesetzentwurf vorlegen, der, wie ich schon gesagt habe, wichtige Abwägungsprozesse völlig außen vor lässt, dann kann ein solcher Gesetzentwurf, wenn man ihm beitreten würde, nur zur Konsequenz haben, dass das einen nahezu verpflichtenden Charakter für die Kommunen erhalten würde. Das sehen wir im Gegensatz zur kommunalen Selbstverwaltung als nicht angezeigt an. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Wir kommen zur Abstimmung. Der Elsenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 19/5474 an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Wer stimmt dem zu? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung ist nicht der Fall. Damit ist einstimmig so überwiesen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3.